zusammen, das ist unser neues Video. Großes, mittleres und kleines Essen-Challenge. Was für Leckereien werden unsere Mädels erwarten? Das werden wir gleich herausfinden. Das wird unglaublich lustig. Ich verspreche es euch. Oh, was für ein cooler Schokoladenwürfel. Oh, der von Marie ist viel größer. Und Mia hat einen riesigen Würfel. Oh, wie cool. Emma, mach dir nichts draus. Dafür kannst du anfangen. Das stimmt schon. Mein Würfel ist so süß und lecker. Und schmeckt super. Und was ist denn da drin? Nutella. Das ist ja mega cool. Und der Schokowürfel selbst ist lecker. Marie, jetzt kannst du weitermachen. Mal sehen, was in meinem Schokowürfel drin ist. Oh, wow, so viele kleine Oreos. Wie cool ist das denn? Ich liebe die Dinger. Hände weg von meinem Würfel. Diese Oreos gehören mir alleine. Oh, wie cool ist das denn? Davon habe ich nur geträumt. Und jetzt probiere ich die Schokolade an sich. Wie lecker. Was könnte besser sein? Mia, jetzt bist du dran. Hurra, ich kann es kaum erwarten. Oh Mann, das Ding ist so hart, ich kann gar nicht reinbeißen. Aber ich weiß, was ich tun kann. Ich brauche einfach eine Minecraft-Spitzhacke. Hurra, es hat funktioniert. Wahnsinn, schaut mal. Da sind M&M's drin. Boah, das sieht so appetitlich aus. Mädels, es hätte echt nicht besser sein können. Ich bin einfach auf Wolke 7. Ich werde alles aufessen. Was willst du denn? Kannst du uns auch was geben, bitte? Euch was geben? Ja, okay, bitte sehr. Heute bin ich nett. Oh, danke, Mia. Deine Süßigkeiten sind so lecker. Mädels, lasst uns den Schokowürfel auch noch probieren. 3, 2, 1, reinbeißen. Mann, ist das lecker. Unglaublich. Was für eine klitzekleine Cola-Flasche. Maries Flasche ist ein bisschen größer. Wow. Emma, deine Flasche ist einfach riesig. Aber natürlich kann Mia anfangen. Ah, ich habe die kleinste Flasche. Aber dafür schmeckt das am besten. Und das war's auch schon? Menno, das war viel zu wenig. Jetzt bin ich dran. Weg mit dem Deckel. Tut mir leid. Jetzt stecke ich da meinen Strohhalm rein und probier was. Wie lecker. Wartet mal, ich habe eine Idee. Ich nehme mir auch einen Strohhalm und probier auch was von ihrer Cola. Schön vorsichtig, damit sie nichts bemerkt. Es hat geklappt. Jetzt kann ich auch was trinken. Ich liebe diesen Geschmack. Moment mal. Mia, wie konntest du nur? Mädels, ich wollte meine Flasche hochheben und sie trinken. Aber ich glaube, das klappt nicht. Boah, ich habe eine geniale Idee. Ich benutze einfach diesen kleinen Wasserhahn. Und jetzt fülle ich meine Cola in ein Glas. Ganz einfach. Und jetzt kommt das Beste. Das schmeckt so lecker. Gib mir sofort mein Glas wieder. Und wagt es ja nicht, mein Glas anzufassen. Diese Cola gehört mir alleine. Wie lecker. Das ist viel mehr, als ich gedacht habe. Mädels, ich halte es nicht mehr aus. Wir werden dir gleich helfen. Emma, Emma, Emma. Wow, was für eine coole Unterstützung. Was würde ich nur ohne euch machen? Jetzt werde ich auf jeden Fall alles schaffen. Ja, hier ist nur noch ein bisschen übrig. Nur noch ein paar Tropfen. Super, ich hab's geschafft. Danke für den Applaus, aber ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Oh, viel zu viele Blubberblasen. Oh, das stinkt ja total. Tut mir leid, Mädels. Das wollte ich nicht. Oh, das ist ja eine Pizza, die ist so groß wie ein Fingernagel. Arme Mia. Und Marie hingegen hat eine mittelgroße Standardpizza. Wow, Emma, ich habe noch nie so eine riesige Pizza gesehen. Natürlich können wir mit Mia beginnen. Sie hat nämlich die kleinste Pizza der Welt. Ja, das stimmt schon. Aber sie wird trotzdem lecker sein. Und wisst ihr was? Ich benutze Messer und Gabel, um diese kleine Pizza zu essen. Und jetzt probieren wir mal. Das schmeckt ja mega lecker. Ich krieg einfach nicht genug davon. Oh, zu schade, dass ich nur so wenig hatte. Schaut mich nicht so an. Ich bin einfach hungrig.
Yeah, jetzt kann ich weitermachen. Lass mich mal probieren. Mh, wie lecker. Und dieser Käse dehnt sich. Und die Peperoni sind so lecker. Was willst du? Soll ich dir die Krusten geben? Okay, was für ein seltsamer Fall. Ich liebe diese Krusten. Die sind so lecker. Du bist ja seltsam. Wie auch immer, jetzt probiere ich meine mega große Pizza. Wir fangen mit diesem Stück hier an. Fertig, jetzt nehme ich mir das nächste. Und das nächste. Oh, das war's auch schon. Ich bin satt. Oh nein, ich habe einen riesigen Bauch. Mädels, hebt mich hoch, bitte. Oh wow, das ist ja die kleinste Nudelpackung, die ich je gesehen habe. Und die ging an Emma. Mia hat eine mittelgroße Packung. Und Marie hat die größte. Na dann, lasst uns anfangen. Los, Emma, wir warten auf dich. Ja, in Ordnung. Ich habe klitzekleine chinesische Essstäbchen bekommen. Oh nein, ich habe meine Nudeln fallen lassen. Ich schaffe das auch ohne Stäbchen. Hm, wie lecker. Aber leider viel zu wenig. Jetzt lach mich doch nicht aus. Mia, mach weiter. Super, ich bin mega hungrig. Ich kann es kaum erwarten, alles zu probieren. Außerdem bin ich ein Profi im Umgang mit Stäbchen. Ich werde keine Probleme haben. Also probieren wir. Diese Nudeln sind so mega lecker. Ich werde den Moment genießen. Na los, Mia, wir glauben an dich. Ich kann nicht mehr länger warten. Ich bin fertig. Na endlich. Marie, du kannst weitermachen. Also, wo sind meine Stäbchen? Oh, Mädels, tut mir leid. Das wollte ich nicht. Nein, diese Stäbchen werden wir dir nicht geben. Ist mir egal. Ich esse meine Nudeln einfach mit den Händen. Boah, ist das lecker. Ich krieg einfach nicht genug davon. Ich glaube, diese Frisur steht mir. Schmeckt lecker. Ich glaube, Marie steckt fest. Hilfe! Was für ein winziger Cupcake. Und Emma hat ein mittelgroßes Törtchen. Wow, Mia, dein Cupcake ist ja mega groß. Sieht appetitlich aus, aber wir beginnen mal wieder mit dem kleinsten. Klein, aber fein, so heißt es doch. Schmeckt lecker. Zu schade, dass ich schon alles aufgegessen habe. Hey, Finger weg, das ist mein Cupcake. Werde ich selber aufessen. Ich habe auf der Nase ein bisschen Sahne. Oh, ich habe eine Idee. Ich werde mein Cupcake einfach in zwei Hälften schneiden und ein Sandwich daraus machen. Voll der coole Lifehack, nicht wahr? Probieren wir mal. Mann, schmeckt das lecker. Ich liebe es einfach. Ich bin fertig. Mia, jetzt bist du dran. Oh, na endlich. Hurra. Diese Sahne ist so lecker. Ich glaube, mit einem Löffel wird das noch viel bequemer sein. Komm mal her, liebe Sahne. Das schmeckt so gut. Ich krieg einfach nicht genug davon. Und jetzt brauche ich meinen Löffel nicht mehr. Ich benutze die Hände. Boah, ist das lecker. Du bist voll schmutzig. Ist mir egal. Hauptsache, ich habe alles aufgegessen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg uns am Kanal. Schreib uns in die Kommentare, was wäre deine Lieblingsportion, klein, groß oder mittelgroß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi, tschüss.